Die 16. Große Strafkammer des Landgerichts Braunschweig hat mit Beschluss vom heutigen Tage das Strafverfahren gegen Herrn Dr. Dies und Herrn Pötsch nach Zahlung einer Geldauflage in Höhe von jeweils 4,5 Millionen Euro endgültig eingestellt. Vorausgegangen war dieser Einstellung die Zustimmung der Staatsanwaltschaft Braunschweig und auch die Zustimmung der Angeschuldigten und ihrer Verteidiger. Die Entscheidung heute ist im Zwischenverfahren ergangen. Das bedeutet, es war bislang noch keine Entscheidung über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Verfahrens erfolgt. Und alle Entscheidungen im Zwischenverfahren sind nicht öffentlich. Deshalb kann ich Ihnen zu den konkreten Hintergründen relativ wenig sagen. Andererseits kann ich Ihnen aber sagen, dass die Einstellung eines Verfahrens gegen Geldauflage immer voraussetzt, dass die Schuld, die mutmaßliche Schuld der Angeschuldigten gering ist und dass man dem öffentlichen Interesse an der Strafverfolgung durch eine Auflage gerecht werden kann. Das Strafverfahren gegen Herrn Dr. Winterkorn wegen des Verdachts der Marktmanipulation läuft hiervon unabhängig weiter. Es ist weiterhin im Zwischenverfahren anhängig und das Zwischenverfahren endet dann mit einer Entscheidung der Kammer über die Eröffnung und Zulassung des Verfahrens oder über die Nichteröffnung. Konkrete Hinweise darauf, wie das Verfahren bezüglich Herrn Dr. Winterkorn weitergeht, kann ich Ihnen leider nicht geben.